Wie lange hielt man dich gefangen? Ein paar Wochen. Ein Monat vielleicht. Wegen deiner sogenannten Häresie? Ja. Ich hatte das Glück, viele weltliche Gegenstände in meinem Leben zu entdecken. Gegenstände, die vom Werk des Demiurgen zeugen. Dem falschen Gott, den diese Schwachköpfe in ihren Roben anbeten. Ich fand sie und andere Schnitzereien in ganz Germania und Francia. Und auch hier in Britannia. Lady Edwin behauptet, sie wären gotteslästerlich. Doch ihr Verstand ist vernebelt. Sie sind von unschätzbarem Wert. Können wir diese Gegenstände sehen? Wenn du die Wahrheit über deine Herkunft suchst, sollst du sie heute erfahren. Wahrlich, die suche ich. Wo du hingehst, folge ich dir. Genug von den Rätseln, Sigurd. Fulke ist eine Hüterin wertvoller Gegenstände, von denen einer meine wahre Natur offenbaren könnte. Wahre Natur? Du sagtest, es ginge um den Sieg und wir Edwin bezwingen. Zu wissen, dass ich ein Abkömmling der alten Götter bin, wäre ein Sieg. Es würde meinen Anspruch auf dieses Land untermauern. Ein Abkömmling der Götter? Bei Odins Auge. Bruder, wovon redest du da? Fulke, es heißt, du wirst im Besitz eines besonderen Steines mit seltsamen Zeichen und dem Bild eines Baumes. In der Tat. Ich nenne ihn den Sagenstein. Denn er kam mit dem Dänen Ragnar Lodbrok in dieses Land. Und jetzt hast du ihn? Er ist Sonne und Mond meiner heiligen Sammlung. Oh, Mist. Ich glaube, ich weiß, worauf das hier rausläuft. Ich schätze mal, dass dieses Artefakt wahrscheinlich irgendwie wieder ein Isu-Artefakt ist. Und ich weiß nicht, ob sich Basim täuscht. Wahrscheinlich tut er das, indem er denkt, dass Sigurd der Nachfahre der Götter ist. Aber eigentlich sind das ja wir. Wir haben ja diese Verbindung zu Odin. Wir sind ja der Protagonist dieses Spiels, deswegen sind wir das ja. Und ich weiß nicht, was passieren wird, wenn sich rausstellt, dass ich das bin und nicht Sigurd. Der kommt mir da echt so sehr fanatisch vor mit diesem ganzen Thema. Ich habe da ein bisschen Bedenken, was das auslösen könnte, wenn das rauskommt. Und es wird rauskommen, definitiv. Weil ich wette, der wird irgendwie diesen Stein anfassen und es passiert einfach nichts. Und dann fassen wir da aus Versehen dran und plötzlich leuchtet das Ding oder keine Ahnung. Oh je. Konflikte. Willst du diesen Stein kaufen und gegen ein Bündnis eintauschen? Oder gegen kampfbereite Männer? Ist er zu irgendwas nütze oder schmeichelt er dir nur? Vielleicht sollte ich euch drei allein lassen, damit ihr eure Streitigkeiten beilegen könnt. Wir sind uns einig. Wir wollen nur den Stein sehen und die Runen darauf lesen. Niemand vermag, diese Runen zu lesen. Ihre Sprache ist geheim und vermutlich lange tot. Es kann nicht schaden, ihn uns zu zeigen. Nein, kann es nicht. Gepriesen seist du, o Selbstgeborener, der du mir diese drei geschickt hast, um mich von meiner Strafe zu befreien. Kein flüsternder Gott führte mich her, Fulke. Ich brauche keine Anweisung. Du kamst, weil ich dich rief, Eivor. Sie sprachen durch mich. Bruder, du verwirrst mich immer mehr. Und mich faszinierst du mit jedem Moment mehr. Der Sagenstein befindet sich gut verborgen in der Obhut meines Dieners. Bist du bereit, ihn zu sehen? Muss ja wohl. Je eher wir diesen Stein zu Gesicht bekommen, desto besser. Gehen wir. Öffne dich dem Stein, wenn du dich ihm näherst, Eivor. Es könnte interessanter werden, als du glaubst. Warum ahnt jetzt schon wieder irgendwas? Woher weiß die das? Was genau fasziniert dich so an diesem Stein, Fulke? Der Sagenstein stammt von einem alten Volk, einer Generation niederer Gottheiten. So wie alle Artefakte, die ich für meine Kirche sammle. Du hast in deiner Zelle zu Jesus Christus gebetet.
Ist deine Kirche nicht die Kirche Roms, wie die der Sachsen? Die Sachsen glauben an Christus, den Erlöser. Doch ich kenne seine wahre Bestimmung. Er ist Christus, der Aufklärer, der Bewahrer geheimen Wissens. Verabscheut dich Edwin deshalb, weil du solche Ideen verbreitest? Ja. Christen wie Sie und Elfred glauben, dass es die Aufgabe Christi auf Erden war, uns von unseren Sünden reinzuwaschen. Die römische Kirche wurde durch die Lügen Saklas oder Yaldabaoths verwirrt. Der Demiurg hat viele Namen. Er ist ein niederer Gott. Saklas und die Seinen waren einst weise, doch sie verloren den wahren Gott aus den Augen, den Selbstgeborenen, den Herrn der Schatzkammer des Lichts. Darum hat mich Edwin verurteilt und eingesperrt. Denn was sie Häresie nennt, ist tatsächlich die wahre Natur des Universums. Das ist eine sonderbare Geschichte. Und ihr Ende ist noch nicht geschrieben. Seid wachsam, wir werden beobachtet. Seid vorsichtig. Wir sind nicht gerade erfreut, dass wir hier sind. Edwins Augen und Ohren. Ist auch schon interessant, wie die ganze Story jetzt erst eigentlich irgendwie an Fahrt aufnimmt. Da ist es. Gleich da vorne. Was ist das für ein Turm? Eine Ruine aus römischer Zeit. Mein Diener fand sie verlassen und verfallen. Er suchte hier Zuflucht, nachdem sein Bischof ihn wegen derselben Wahrheiten verstieß, die auch mich in den Kerker brachten. Er war ein Priester? Das war und ist er. Die Bischöfe Englerlands sind schlicht zu feige und zu verblendet, um unser geheimes Wissen zu verstehen. Nimm deinen Kopf aus meinem Hintern. Bruder Paul, bist du hier? Geplündert, von oben bis unten. Basim, halte draußen Wache. Das ist Edwins Werk. Ja, stimmt. Ist der Stein im Innern? Ich bat Paul, ihn gut zu verstecken. Aber ich weiß nicht wo. Ist er das, dein Diener Paul? Mein bester Freund. Mögest du eins werden mit dem einzig wahren Gott in der Schatzkammer des Lichts. Dein Freund hat den höchsten Preis für seine Treue gezahlt. Ich nehme an, er bewachte den Stein. Das waren Edwins Männer. Sie haben Bruder Paul getötet und meinen Stein gestohlen. Du, mit deinen Fragen und Zweifeln. Du hast uns aufgehalten. Wegen dir habe ich die Gelegenheit vertan. Es spielt eine Rolle, weil es für Sigurd eine Rolle spielt. Und Basim die Schuld zuzuspielen, ist auch keine gute Idee. Wir holen uns den Stein einfach und dann ist Ruhe. Geduld, Bruder. Wir finden den Stein, wo er auch ist. Ob wahr oder nicht, du wirst eine Antwort bekommen. Ich kenne die Antwort bereits, Eivor. Ich sah es in meinen Träumen. Ich weiß ganz genau... Genug, alle beide. Hört ihr das? Soldaten, Edwin ist hier. Ihr Dänen wagt es, mein Land zu besudeln? Halt ein, Eivor, erst reden wir. Lady Edwin! Ein Stein fehlt in diesem Turm. Auf ihm waren Runen und das Bild eines Baums. Kennst du ihn? Ja. Eine heidnische Spielerei dieser Ketzerin. Seid ihr deswegen hier? Wir wollen handeln. Diesen Stein gegen ein Friedensversprechen. Was redest du denn? Wir gaben Gedrick unser Wort. Für den Stein verlassen wir euer Land und kehren nicht zurück. Oh, dafür bringt ihr mir Gedricks Kopf. Der Stein ist in Reichweite. Wir stehen im Wort, Bruder. Bruder? Sind wir uns einig?
Wir akzeptieren. Gut. Tun wir nicht! Eivor! Nein! Macht sie nieder! Keiner darf überleben! Eivor, bist du verrückt? Edwin flieht! Das war unsere Gelegenheit! Das klären wir noch, Eivor. Das vergesse ich dir nicht. Wie schön, dass ich auch überhaupt keine Wahlmöglichkeit in der ganzen Angelegenheit kriege. Ob wir jetzt Sigurd hintergehen oder nicht, finde ich super. Ich meine, natürlich heiße ich das auch nicht gut, dass wir dann hier unser Versprechen brechen. Nur wegen diesem scheiß Artefakt, aber... Ich hätte wenigstens gerne die Wahl gehabt. Ich hasse einfach so aus dem Nichts her geführte Konflikte einfach... um der Konflikte willen. Klar basiert das Spiel jetzt hier auch weitergehend darauf, dass man diesen Stein im Endeffekt irgendwie bekommt, aber das hätte man auch ein bisschen anders lösen können. Vielen, vielen Folgen mal gesagt, dass ich es schon voraussehe, dass Sigurd irgendwann machthungrig wird und wir uns gegen ihn stellen und ihn eventuell sogar bekämpfen müssen. Das habe ich von Anfang an vorausgesehen. Ach, da oben ist der Mistkerl. Einfach wegen einer bescheuerten Prophezeiung mal wieder. Das ganze Spiel bezieht sich eigentlich nur auf Prophezeiungen. Kannst du auch mal einen schnellen Schritt machen? Eivor, du verdammter Narr! Das war die Gelegenheit, den Stein ohne Blutvergießen zurückzubekommen. Ein Feigling? Nee, wir haben einen Pakt. Das ist eine Sache der Ehre. Ich werde Gedrick nicht verraten. Das ist nicht deine Entscheidung. Meine Versprechen gehören mir und sie sind eisern. Dein erster Schwur gilt deinem Jarl. Jarl Sigurd, deinem Bruder und Herrn. Oh Gott, die... Ah. Oh, die Versuchung ist so groß. Die Versuchung ist so unendlich groß. Die Versuchung ist so unendlich groß. Ich glaube, die bessere Wahl wäre, durchzuatmen. Aber ich möchte einfach so gern Basim schlagen. Ich wollte ihn ja gerne mögen, weil er ein Assassine ist, aber... Boah. Ich muss es einfach tun. Ich muss einfach Basim schwatten. Ich kann nicht anders. Ich möchte gerade so dringend. Halt dich da raus! Was ist für ein Buschischlag? Spätestens jetzt wissen wir, warum Sigurd das Sagen hat. Du hast dich nicht unter Kontrolle, Wolfsmal. Wenn du das mit Basim klären willst, fordere ihn zum Holmgang. Falls nicht, folgst du mir, hörst auf mich und tust, was ich sage. Edwin wird zu ihrer Festung fliehen. Du willst deinen Stein? Er ist dort! Gedricks armseliges Heer wird die Mauer nie durchbrechen. Wir hätten erst den Stein nehmen und dann die Burg belagern sollen. Das war die ganze Zeit unser Plan. Ich hatte nie vor, Gedrick zu verraten. Ist das tatsächlich dein Ernst? Und trotzdem ließ du mich im Dunkeln durch deine Anflüge von Wahnsinn tappen? Man kann dir nicht alles sagen. Dein Temperament übermannt dich. Ich weiß es. Mein Vater wusste es. Dein Vater wusste es. Alter, wir prügeln uns einfach durch die alle durch. Ach, wie geil.
Nee, ich mach das jetzt nicht, aber Alter, was ist denn das bitte für ein Schlag unter die Gürtellinie? Erstmal überhaupt ihm ins Gesicht zu sagen, dass ihr hinter seinem Rücken alles Scheiße von ihm denkt. Auch wenn ihr ein bisschen recht habt. Und dann auch noch seinen toten Vater mit reinzuziehen. Wie kacke seid denn ihr bitte? Einfach erst Basti meine reinhauen und dann auch noch Sigurd eine zimmern. Ja, genau. Nee. Also so vernünftig bin ich dann doch mal, aber... Ach ja. Bleib hier und beweine dein Schicksal, Bruder. Ich habe ein Versprechen zu halten und das werde ich auch tun. Du hältst zu große Stücke auf dich selbst, Eivor. Dir fehlt Odins Weisheit. Komm, Basim. Dieser Streit mit deinem Bruder war vielleicht ein Schauspiel. Ging es bei euch schon immer so hitzig zu? Mein ganzes Leben waren wir eins. Als Familie, als Geschwister. Ich kannte seine Gedanken und er meine. Bis heute. Die Zeit macht uns alle zum Narren. Du hast heute gut gekämpft, Fulke. Wirst du an meiner Seite stehen? Um Edwin die Kontrolle über den Schier zu entreißen? Oh ja. Gedrick bat mich, sie von ihrem Nachschub abzuschneiden. Weißt du, woher sie Nahrung und Vorräte bezieht? Östlich von Oxenafort, südlich der Villa Lea, gibt es einen Ort namens Etonhof. Dort handeln übereifrige Bauern mit Soldaten. Wir treffen uns dort. Ich bin bald da. Sigurd, mein Bruder, du bist in deinem eigenen Sturm gefangen. Edwins Verteidigung ist geschwächt, aber ich könnte noch mehr tun, bevor ich Fulke treffe. Diese schwebenden Schwerter einfach. Wenn uns Sigurd einfach nur in den Plan eingeweiht hätte, wäre es doch nie dazu gekommen. Ich meine, ja, Eivor ist hitzköpfig und kann sich manchmal nicht zurückhalten, aber der ist ja auch, der lässt ja auch mit sich reden. Und der hört ja auch zu, wenn man ihm einen Plan erklärt. Dann ist der da ja dabei und hält sich da auch dran. Und einfach da schon dieses Vertrauen nicht in ihn zu haben und ihm das einfach nicht zu erzählen, finde ich halt schon mega arschig. Und dann halt diese weit hergeholten Erklärungen für ja, warum und nicht und da und Dings. Und der ist einfach schon so verblendet von seiner Meinung, dass er hier der Nachfolger Odins ist und was weiß ich alles für ein Kack. Dass er sich schon völlig für was Besseres hält. Das ist traurig. Der hält sich hier für den Messias und fliegt da völlig durch die Decke. So hätte ich ihn eigentlich... Ja gut, ich wollte jetzt sagen, so hätte ich ihn nicht eingeschätzt, aber ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich es eigentlich von vornherein vorausgesehen habe. Ja, also so ein bisschen eingeschätzt habe ich ihn dann wohl doch schon so. Aber hier finde ich, hapert es ein bisschen an der Spielerführung im Spiel. Weil ich habe jetzt ungefähr 40% des Hauptstory durch. Also Gesamtfortschritt kann man ja nachgucken. Ungefähr 40% Gesamtfortschritt. Und jetzt erst nimmt die Story insoweit Fahrt auf, dass man sagen kann, man erkennt einigermaßen, wo jetzt der Konflikt herkommt. Weil ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, was gibt es jetzt eigentlich in diesem Spiel für einen Konflikt? Weil klar, wir wollen Engelland erobern und besiegen und wir haben pro Schier haben wir irgendwie einen Oberbösen, den wir da besiegen müssen. Aber es gab nie den persönlichen Konflikt für Eivor. Warum wir das Ganze überhaupt machen, da war kein Konflikt da. Und jetzt kommt dieser Konflikt überhaupt erst zustande, den ich auch ein bisschen aus der Luft gegriffen finde, weil der dann ja mit Sigurd einfach so aus dem Nichts kommt. Aber jetzt erst fängt dieser Konflikt überhaupt an. Und
wenn man wahrscheinlich halt einfach immer den Quests gefolgt wäre, in denen Sigurd halt zu tun hat, dann hätte man das natürlich schneller gehabt. Aber das weißt du als Spieler halt nicht. Du hast halt die Freiheit, Bündnisse zu schließen, in welcher Reihenfolge auch immer es dir lieb ist. Und das Spiel gibt dir nicht wirklich was an die Hand, um dir zu sagen, was jetzt da relevanter ist und was nicht. Und dann kann ich es auch verstehen, wenn manche Leute da sagen, sie verlieren so ein bisschen den Spaß am Spiel, finden es langweilig oder finden die Story nicht gut. Weil halt einfach... Strecke deine Flügel, Sühnen. Ich finde, das hätte ein bisschen mehr Führung vertragen können. Also da ist irgendwas, das soll mir irgendwelche Leute meucheln, nehme ich mal an, weil ich sehe jetzt da keine Versorgungswagen. Aber ja, da muss ich mich gerade ein bisschen drüber echauffieren. Finde ich alles ein bisschen weit hergeholt. Aber gerade auch in der letzten Quest, die wir halt zusammen mit Sigurd hatten, haben wir uns ja alle auch noch völlig gut verstanden und vertragen und alles. Und dann zieht er halt mit Basim los, ja klar. Und plötzlich hat er da diesen völligen 180-Grad-Sinneswandel. Das kann es ja auch nicht sein. Gütiger Herr, das ist nicht gut. Passt da drüben auf, Männer! Oh, Christus im Himmel! Gedrick bat mich, euch zu helfen, wann immer ich kann. Edwins Soldaten setzen uns schwer zu. Wir sind für jede Hilfe mehr als dankbar. Wir schaffen es. Also Wolfi ist wirklich praktisch. Ja, das war unendlich knapp, sehe ich. Yay, da ist mir doch mal wieder mein Spiel abgeschmiert. Wuhu. Das macht Spaß. Das zeigt mir jetzt nicht, wo ich hier noch ihren Einfluss mindern kann. Und Erdwins Feste ist wo? Beim Erdtunhof im westlichen Ochsener Fotsch hier. Südlich der Feste der Villa Leer. Also das ist die Feste. Wo kann ich denn da noch Dings untergraben? Also ihre Bannerträger soll ich ja noch meucheln. Die Frage ist, wo finde ich da welche?
Schön hier. So, Ochsenerforge hier gefällt mir, muss ich mal sagen. Das ist nicht so düster und sumpfig. Das ist schön grün. Also beim Iatunhof sollen wir suchen. Der war da. Vielleicht finden wir unterwegs ja noch irgendwie eine Möglichkeit, ihren Einfluss zu schwächen. Ah ja. Wo? Ach, da beim Hof, okay. Sei meine Augen. Da zerstören wir wieder Vorratswagen. Oder nicht? Oder doch? Ah, die zwei Quests überlappen sich tatsächlich. Okay. Sind das nur zwei Wagen oder sind das noch mehr? Na, das ist doch ein Pixel, wo es geht. So, erstmal den ganzen Hof in Brand gesetzt. Da ist noch einer. Wir haben keine Zeit für philosophische Debatten. Wir könnten die Soldaten mit diesen Ölkrügen überraschen. Ich sehe brennende Männer vor mir. Schreiende Soldaten. Wenn wir das Öl und die Vorräte neben dem Heu an der Straße aufstellen, wird es lichterloh brennen, wenn die Soldaten eintreffen. Warte bei dem Vorsprung und halte Ausschau nach ihnen, ja? Ich werde aufheulen, wenn sie sich nähern. Diesen Wachen entgeht nichts. Neben dem Heu an der Straße, also dem Heu da vorne. Und ja, mir ist gerade schon wieder mein Spiel abgeschmiert. Es ist wundervoll. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel heute los ist. Ich habe auf jeden Fall erst schon mal gespeichert. Nur für alle Fälle.
Finde ich aber trotzdem ein wenig unschön. Und ich möchte ungern, dass das häufiger vorkommt jetzt. Vielleicht gelingt es mir diesmal ein bisschen besser mit dem Explodieren der Leute. Was war das? Mein Aufheulen. Edwins Männer kommen. Ja, ich sehe es. Aber die biegen doch da vorne ab. Aber mit leichtester Übung. Wenn mir das Spiel diesmal wieder nicht wieder mitten im Kampf abschmiert, das wäre nämlich sehr schön. Schade, dass meine Explosionskette nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte. Der Einfluss ist immer noch nicht ganz geschwächt nach sowas. Was denn noch alles? Das war der letzte. Nun wird Edwin vergebens auf Unterstützung warten. Stimmt etwas nicht? Nein. Nein, ganz im Gegenteil. In der Abtei behauptete dein Bruder, ein Abkömmling der Götter zu sein. Stimmt das? Ist er ein Nachfahre der Kinder der Archonten? Der Isu? Nichts für ungut, Volker. Doch höchstens die Hälfte von allem, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn für mich. Verzeih mir. Ich erwarte oft zu viel von meinen Zuhörern. Die meisten fürchten die Verdammnis. Dabei ist Unwissenheit das größte aller Übel. Unwissenheit worüber? Welch vollkommener Satz. Ich frage etwas einfacher. Könnte dein Bruder von den Göttern abstammen? Oder gar selbst ein Gott sein? Wie sollte das möglich sein? An so etwas glaubst du doch selbst nicht, oder? Kein Abkömmling des selbstgeborenen Lichts, das über alle herrscht. Doch vielleicht der eines geringeren Gottes, der Versuchung erlag. Sigurd ist nur ein Mensch. Er ist mein Bruder und auch Sohn eines Königs. Er mag ja viel von sich halten, aber er ist kein Gott. Ist es möglich, dass seine königlichen Vorfahren auf einen Gott zurückgehen? Was denkst du? Wir haben keine Zeit für solche Hirngespinste. Ich sollte zu Gedrick zurückkehren, um zu sehen, wie die Vorbereitungen für den Angriff vorangehen. Viel Erfolg, Eivor. Ich bleibe hier und bete für die Seelen der Toten, bevor ich nachkomme.